Der gebaute Tunnel ist sehr professionell ausgebaut. Er ist mit Bohlen ausgekleidet, er hat Stützstreben drin. Danach haben die Täter offensichtlich über Monate gegraben, um diesen etwa 45 Meter langen Tunnel von dieser Tiefgarage zur Bank hin zu bauen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir heute noch ein bisschen meine Fingernägel gepflegt. Mehrere Zeugen haben hier an dieser Garage einen Mann öfter gesehen, der diesem Bild entspricht. Sie haben gesagt, nachdem das Phantombild fertig war, es ist wirklich sehr ähnlich, es könnte fast ein Foto sein. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich um einen Mann handelt, der mit der Tat etwas zu tun hat. Es kann natürlich auch jemand sein, der zufällig da unten war, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Darum suchen wir nach diesem Mann.